Es begann alles mit ihr, Alice. Wegen ihr kam ich hierher. Wegen ihr habe ich verloren. Alice?
Alice? Alice, warte! Warum bist du... Wo bist du hin? Wo bist du hin? Komm zurück! Zurück. Es war nicht so, dass ich nicht gerne geblieben wäre. Immerhin sind wir Freunde gewesen. Vielleicht aber auch gerade deswegen. Die Angst vor Verrat ist schlimmer als die Angst vor allem anderen. Frank, kannst du bitte mal nachschauen, was intersubjektiv bedeutet? Gleich. Nun ist das hier. Ja, oder so. Wie läuft's eigentlich mit deiner Hausarbeit, Adrian? Oh Gott, frag mich. So schlimm? Warst du überhaupt hier in einer Vorlesung? Ja. Ich hab dich nicht gesehen. Lache. Hey, Alice. Ja? Ich bringe morgen Abend vielleicht jemanden mit. Es wäre cool, wenn du dann nicht in der Wohnung wärst. Passt das? Ja klar, kein Problem. Viel Erfolg. Kennen wir sie? Nein. Sie geht bei mir auf die Uni. Wir haben die Wirtschaftsvorlesung zusammen. Das erklärt, warum die Wirtschaft nicht mehr schnell ist. Alter, ich hätte gar keine Zeit für eine Freundin. Glaub mir, das ändert sich, sobald du eine hast. Das sollte es auch, sonst hält es nicht lang. Deine Mutter hält nicht lang. Ich gehe dann mal, Leute. Muss noch was überprüfen. Man sieht sich. Ciao, Alice. Suchst du was Bestimmtes? Boah, schleich dich doch nicht so an mich an. Ich schleiche doch gar nicht. Aber du warst... Du bist voll vertieft. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Red dich doch mal ab, ich wollte doch nur helfen. Sorry, ich hab gerade nur ein paar Probleme. Ich weiß. Du wunderst dich gar nicht, dass ich hier bin? Nein. Wieso? Sollte ich? Ich war doch weg in der Klinik. Ja, soweit kann ich dir folgen. Und das macht dir nichts aus? Alice, den Schlüssel hattest du doch von mir. Hier, halt mal. Alice?
Alice. Alice? 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 Wer bist du? Du kannst mich Alice nennen. Das ist ein schöner Traum. Meinst du nicht, es ist etwas seltsam, in einem Traum aufzuwachen? In einem Traum kann man doch alles, oder? Nein. Wenn du glaubst, dass etwas nicht möglich ist, wirst du es niemals versuchen. Das gilt nicht nur für die Wirklichkeit. Aber ich bin nicht hier, um mit dir über Träume zu reden. Sondern? Ich bin hier, um dich zu warnen. Was? Wovor denn? Ich weiß es nicht. Wie? Du weißt es nicht? Naja, irgendwie vor dir selbst. Und doch nicht ganz. Was? Was soll das denn helfen? Das ist schwer zu beschreiben. Pass einfach auf, ja? Soll ich jetzt Angst vor mir selber haben? Nein, du natürlich nicht. Und was willst du dann von mir? Hör mal, etwas stimmt mit dir nicht. Du musst aufpassen. Sonst kann es sein, dass du jemandem wehtust. Sowas muss ich mir nicht anhören. Hey, lauf nicht weg!
Alice? Was? Träumst du wieder? Also ich hab da drei raus. Ich hab drei, das ist doch kein Sinn. Ja, Punkt, Strich, Kreis, ja, Malen, ich hab die Klammer aufgelöst. Das glaub ich aber nicht. Das hab ich aber drei raus. Okay, hört auf, mir solche beschissenen Seiten vor die Nase zu halten und redet mal Klartext. Ihr wisst doch alle genau, was hier passiert, oder nicht? Also warum sagt ihr es nicht einfach? Mein ganzes Leben ist ruiniert. Ich will wenigstens den Grund wissen. Ich weiß genau, dass ihr mich hört. Ist das euer Ernst? Alice. Alice. Alles. Etwas ganz Schlimmes ist passiert. Ich, also da war und ich habe es nicht gemerkt und es ist alles meine Schuld, Alice. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Was ist denn überhaupt los? Es steht alles Kopf und bald wird es sich auch noch weiter drehen. Alles strömt nach außen, nur weil ich nicht aufgepasst habe. Ich verstehe kein Wort, Alice. Jemand hat sich eingemischt, Alice. Er hat alles durcheinander gebracht. Oh, Alice. Sonne ist allein, Alice. Sonne ist allein. Beruhige dich doch mal. Nein, es kann so einfach nicht weitergehen. Es geht nicht. Das ist echt hart. Wäre es euch denn lieber, wenn sie komplett den Verstand verliert? Wir haben jetzt lange genug gewartet. Es ist nicht besser geworden. Sie braucht Hilfe, versteht ihr? Richtige, professionelle Hilfe. Ja, aber... Nein, hör auf. Ihr wisst, dass es stimmt. Mir gefällt es genauso wenig für euch. Aber alles ist ein... Du hast es mich vergessen lassen? Es tut mir leid, Alice. Warum?
Ich wollte dich nur beschützen. Vor was? Vor dem Irrsinn, vor dem Chaos dahinter, vor dir selbst, vor allem, das uns bedroht hat. Vor meinen Freunden? Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Dazu, ich will antworten. Ich will wissen, was hier passiert und warum es passiert. Es geht nicht mehr, dass du mir alles verschweigst. Verstehst du? Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier vor sich geht. Und wer du eigentlich bist. Ich bin ein Teil von dir. Ein Teil von mir? Ja. Und du bist ein Teil von mir, Alice. Wir gehören alle zusammen. Es ist schwer zu erklären. Ich bin verrückt, oder? Das ist es. Ich habe den Verstand verloren. Nein, so ist das nicht, Alice. Es ist viel komplizierter als das. Du bist nicht verrückt. Und ich bin wirklich hier, okay? Aber nur auf eine Art und Weise, wie nur du mich wahrnehmen kannst. Ach so, ja, dann. Dann ist ja alles klar. Hör zu. Du bist mit der Anderwelt verbunden und jemand hat versucht, diese Verbindung zu stören. Deswegen passiert das alles. Was? Anderwelt? Das, was das Wirkliche vom Unwirklichen trennt. Aber warum ich? Na, weil du Alice bist. Aber du bist doch auch Alice. Ja, genau. Also, ich verstehe es nicht. Was muss ich tun, damit es aufhört? Du musst den Verantwortlichen finden und aufhalten. Und zwar schnell. Was meinst du mit schnell? Bevor die Verbindung weg ist. Die Verbindung trennt das Reale vom Irrealen. Und was passiert dann? Chaos. Unsere Wirklichkeit wird zu der aller anderen. Und wir sterben. Beruhigend. Nur kein Druck. Also, hast du alles verstanden? Nein. Sag mir einfach, was ich tun soll. Erst einmal musst du dich an alles erinnern, was du verdrängt hattest. Okay, hör zu. Ich habe die Erinnerung für dich auf 8 Seiten verteilt. Du musst sie alle finden. Aber du musst vorsichtig sein, hörst du? Ja, ich weiß. Jemand hat mich verfolgt. Dein Unterbewusstsein fürchtet die Wahrheit. Darum versucht es, dich daran zu hindern, dich zu erinnern. Mein Unterbewusstsein? Im Moment ist es gefährlich für dich. Du darfst es nicht ansehen oder berühren. Also pass auf, ja? Ich werde dir helfen, versprochen. Du musst keine Angst haben. Du hast gut reden. Es war zu viel. Einfach zu viel. Wer glaubt schon einer Illusion, einer Störung in seiner Wahrnehmung, einer Freundin? Frank. Hallo Alice. Wie geht's dir denn? Das Übliche. Und dir? Ganz gut. Ist irgendwas? Ja, ich wollte mit dir über was reden. Okay. Also, uns allen ist aufgefallen, dass es dir in letzter Zeit nicht so gut zu gehen scheint. Und wir machen uns Sorgen um dich. Naja, es ist inzwischen oft so, dass du mit dem Gespräch abbrichst,
und gar nichts mehr wahrnimmst. Du bist orientierungslos und vergisst alles Mögliche. Deine Noten sacken ab und du redest mit Leuten, die gar nicht da sind. Was redest du da? Du merkst es anscheinend selbst gar nicht, aber genau so ist es. Frank, was soll der Mist? Mir geht es gut. Nein, Alice. Ich denke, wir alle denken, dass es das Beste wäre, wenn du professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Wir alle? Verstehst du, das ist nichts Schlimmes. Viele Leute haben Stress oder kommen mit irgendwas nicht klar. Vielleicht könnte man dir damit helfen. Sag mal, hakt jetzt bei dir eigentlich? Ich werde nichts dergleichen tun, verstanden? Alice, bitte hör mir wenigstens zu. Ich meine es wirklich nicht. Ich sag dir das, weil wir Freunde sind. Weil wir uns Sorgen um dich machen. Ja, du bist ein wirklich toller Freund. Vielen Dank auch. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, okay? Alle anderen sind derselben Meinung. Mir fehlt überhaupt nichts. Ach ja? Jason hat mir gestern erzählt, dass du alle Fotoalben von unserer Clique verbrannt hast. Verbrannt, Alice! Auf eurer Terrasse. Er konnte gerade noch das Bild retten, das im Flur immer an der Wand hing. Kannst du mir erklären, warum du das gemacht hast? Jason hat gelogen. Das hat er nicht. Du erinnerst dich bloß nicht mehr daran. Siehst du es denn nicht? Du hast echte Probleme, Alice, und die verschwinden nicht einfach. Hör auf, Frank. Ich warne dich. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Dir geht es nicht gut. Du bist verwirrt und total unberechenbar. Wie kannst du so etwas nur sagen? Das geht so nicht weiter. Du bist krank, Alice. Du brauchst Hilfe. Nein! Ha ha ha!